Diese sechs schrecklichen Bärenbegegnungen könnten Ihnen ehrlich gesagt für immer eine ernsthafte Paranoia bescheren. Nummer 6. An einem durchschnittlichen Tag in Alaska wurde dieser Mann von einer Bärenmutter mit ihren beiden Jungen besucht. Und die Dinge nahmen schnell eine schreckliche Wendung. Zuerst sieht man die Bärenmutter zusammen mit ihren beiden Jungen, die spielerisch hinter ihr spazieren, auf den Hof des Mannes zu laufen. Hold on to Ruby. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich die Bärenmutter durch die Anwesenheit des Mannes bedroht fühlt. Als der Mann erkennt, dass es sich nur um eine Bluffcharge handelte, geht er tapfer auf die Veranda zurück, um die Bärenfamilie aufzunehmen, die jetzt glücklicherweise sein Grundstück verlassen. Nummer 5. Dieser Mann in Alaska hat eine unvorstellbare Begegnung mit einem riesigen Bären. Bleiben Sie dran, um zu sehen, was als nächstes passiert. Gleich zu Beginn des Videos weist der Fischer auf einen Grizzlybären hin, der nur wenige Meter hinter ihm lauert. Als das Raubtier immer näher kommt, versucht der Fischer es zu vertreiben, indem er seine Angel ins Wasser wirft und ein paar Schreie ausstößt. Hey! Hey! Hey, Bär! Hey! Hey! Hey, Bär! Hey! Hey! Das Verhalten des Mannes hat jedoch keine Auswirkungen auf das Tier, da es seine Tasche mit vielen wertvollen Gegenständen stiehlt. Nach ein paar ziemlich nervenaufreibenden Minuten gibt der Grizzlybär glücklicherweise auf. Er hört auf, an der Tasche des Mannes zu kauen und macht sich auf den Weg zum anderen Ende des Flusses. Nummer 4. Irgendwo im ländlichen Russland wurde ein Mann, der oben auf einem Baum saß, von einem riesigen Braunbären besucht, der anscheinend nach einem Mittagessen suchte. Das Video beginnt mit einem schaurigen Blick auf einen gigantischen Bären, der direkt unter den Füßen des Mannes steht und anscheinend versucht, einen Weg die Leiter hinaufzufinden. Hä? Не, нормально, я стою на ветке. Ну давай на лестницу встану, на которой ты стоишь тоже. Nachdem er mehrmals angeschrien wurde, beschließt das Raubtier schließlich, die Leiter hinunterzuklettern und ein paar Minuten am Fuß des Baumes zu verweilen. Мансур, Мансур. Прощай. Погуляй пока, дай мне закрепить тебе. Doch gerade als sich die Dinge endlich beruhigt zu haben scheinen, ändert der Bär leider seine Meinung. Зачем ты её поднимаешь? Да не нужно её ближе к стволу ставить. Мне неудобно. Мансу. Хорош ломать. Gegen Ende des Videos ist zu sehen, wie das Raubtier versucht, die Leiter zu schütteln, um seine potenzielle Mahlzeit herunterfallen zu lassen. Leider endet das Video dort und was als nächstes passiert, bleibt ein Rätsel. Nummer 3. Dieses schreckliche Video beginnt mit einer Innenansicht eines Autos, das scheinbar am Rand einer Landstraße geparkt ist. Ein paar Augenblicke später erscheint ein ausgewachsener Bär direkt neben dem Auto und was als nächstes passiert, ist wirklich schockierend. Als die Kinder um ihr Leben schreien, schließt der Vater schnell die Tür wieder und rettet seine Familie vor der Bestie. Nummer 2. An einem sonnigen Tag in Florida folgte ein mutiger Mann einem ausgewachsenen Schwarzbären durch die Nachbarschaft und die Dinge liefen nicht ganz so, wie sie vielleicht denken. Das Video beginnt damit, dass der Mann das Tier filmt, das vor einem nahegelegenen Haus umherstreift und schließlich seinen Weg zum Kühlschrank in der Garage findet. He's literally going in their garage right now.
He just opened up their fridge. Mmm, what you got in here? Während der Bär den Inhalt des Kühlschranks durchsucht, beschließt der Kameramann, dass er genug gesehen hat und macht sich auf den Weg, um die Hausbesitzer vor der Invasion zu warnen. There's a big black bear in your refrigerator in your garage right now. Da sich die Hausbesitzer nun der Situation bewusst sind, geht der Mann vorsichtig zurück zur Garage, nur um den Bären zu sehen, der jetzt ruhig durch die Einfahrt läuft. Schließlich beschließt das Tier, dorthin zurückzukehren, wo es hergekommen ist, als das Video endet. Nummer 1. Auf einem Pfad in Colorado wurde eine scheinbar normale Wanderung für diese beiden Männer zu einem Albtraum, als sie einem Schwarzbären begegneten, der versuchte, friedlich seinen Weg durch das Tal zu gehen. Zu Beginn des Videos stehen die Männer vor Angst erstarrt da, als der Bär sich langsam aber sicher vom Hügel vor ihnen nähert. How are you feeling? Getting a little close. Hey bear, where are you going? Guarding the trail, huh? Leider bleiben die Dinge ziemlich angespannt, als das Tier beginnt, die Wanderer misstrauisch zu umkreisen, ohne seine Absichten wirklich klar zu machen. Don't do anything stupid, bud. Irgendwann kommt der Bär doch etwas zu nah und der Mann an der Spitze versucht sich mutig mit seiner Schaufel vorzubereiten. Hey! Hey, Bär! Hey, Bär! Nach einigem Warten erkennen die Männer, dass das Tier höchstwahrscheinlich wieder im Wald verschwunden ist und sie beschließen, ihre Wanderung endlich fortzusetzen. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Schauen Sie sich diese anderen Videos an, die Ihnen auch gefallen könnten. Wir sehen uns dort.